Das Böse begrüßt euch herzlich zurück hier bei Elden Ring. Wir sind hier immer noch im Untergrund in Siofra und haben uns hier in der letzten Folge so ein bisschen umgeschaut. Und genau das werden wir jetzt auch wieder tun. Ich bin höchst gespannt, ob das eine gute Idee ist oder ja nicht so. Guck mal, direkt da vorne ist wieder so ein Ding, sie zum Entzünden. Ja, da sind jetzt auch schon drei Fackeln an. Also ja, offensichtlich gehört das wirklich zusammen. Okay, schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, warum hier so viele Tiere rumlaufen. Entzünde. Schneller bitte, danke. Und tatsächlich, okay. Wie viele brauche ich denn jetzt eigentlich noch? Wie viele brauche ich jetzt eigentlich noch? Oh, ne, ja, gucken gehen hier. Noch vier scheinbar. Also insgesamt acht, habe ich das richtig jetzt mitgekriegt? Was ist eigentlich hier oben los? Wieso bin ich hier noch nicht lang gelaufen? Was soll das? Ist auch wieder dieses komische Taubennetz der Herber? Ja. Ich meine, es sieht so geil aus, ne? Ich finde es immer wieder sick, wenn man überlegt, es gibt hier einfach eine verdammte Map. Unter der Map. Oh mein Gott. Okay, jetzt wo sie da sind, können wir ja auch. Was machen die da eigentlich? Blümchen pflücken? Nimm mal ein Stückchen hier runter, damit ich die anderen da nicht anlocke. So, okay, perfekt. Next, please. Du hast aber irgendwas anderes in der Hand. Versuche gar nicht erst es einzusetzen. Ich möchte nicht wissen, wie schmerzhaft das ist. Danke. So, weil ich dem Frieden nicht traue, wird auch dieser Blümchenpflücker noch kurz angebumst. Bisschen zärtlich die Schulter gestreichelt mit meinem Pfeil. Guck mal her jetzt. Kannst du den komischen Geräuschen bitte für dich behalten? Danke. Verweilender Pfeil, ja. I remember. Bewachen die hier hinten irgendwas oder waren die einfach nur zum Hinterhalt da? Oh. Da ist auf jeden Fall noch Loot. Das finde ich ganz gut. Komm her. Alter Reißzahn. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Aber ich glaube, das ist was zum Craften. Oh, ich würde hier auch so eine Map so toll finden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt sowas gibt wie eine Map. Hab das Gefühl, sowas gibt es hier nicht. Ah, vielleicht täuscht es auch nur. Ich bin mir nicht sicher. Geschmolzener Pilz. Ich muss mir den ganzen Spaß mal durchlesen auch. Aber nicht jetzt. Jetzt gerade passt mir das nicht. Jetzt möchte ich hier erkunden. Und herausfinden, was hier noch so ist hier oben. Diese Sounds hier, diese Hintergrund... Chöre oder was das sein sollen, finde ich auch ganz schlimm. Also im Sinne von bedrohlich. Okay. Hadernblatt dreimal. Falkensturz-Dreiecksschild.
Aha. Keine Geheimwand, leider. Komme ich denn eigentlich hier irgendwo hin, wo ich vorher nicht hingekommen wäre? Es sieht leider nicht danach aus. Es hat mir zwar ein bisschen Loot gebracht, aber das war jetzt auch... Ja, geht so, ne? Ich habe da irgendwie was anderes gedacht, wenn das hier schon so hoch geht und dann sind da drei so eine Typen, die das bewachen, mehr oder weniger. Ja. Ich dachte gerade, da bewegt sich irgendwas. Ich meine, man kann da ja auch mal hingehen. Oder kommt man da durch diesen Torbogen einfach nicht durch, weil man halt noch nicht die ganzen Fackeln entzündet hat. Wäre auch eine Variante, ne? Bin super gespannt, was das dann bringt. Ob ich dadurch dann irgendwie einen neuen Weg irgendwie freischalte oder so. Bin mega gespannt einfach. Ich guck gleich mal, was da abgeht. Das interessiert mich. Bewegt sich doch aber wirklich was, oder nicht? Ach, das ist so ein Baum. Ich wieder mit meiner Paranoia, ne? Oh! Oh! Oh, wie geil! Es gibt hier doch eine Karte! Geilö! Das ist cool. Das sieht nach einer krassen Boss-Arena aus. Weiß ich nicht. Was? Heilighornland. Gibt's hier zufällig eine Gnade? Ah, ich weiß nicht, ob ich hier weitergehen sollte. Ich glaub nicht. Da drehen wir erstmal um. Ja, da war ich schon mal. Okay, ich muss jetzt also quasi nur vier dieser Fackeln finden, dieser komischen Säulen, damit ich die entzünden kann. Alles klar. Das heißt, alles klar. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ach, das hinten ist die Gnade, die ich eh habe. Naja, okay. Aber ich habe zumindest eine grobe Idee. What the fuck? Kann man da hin? Ich habe halt keinen Bock, irgendwie einen Bossfight zu triggern. Okay, das sieht wirklich aus, als ob man da an der Seite irgendwie lang steppen könnte. So, wartet mal. Ja, hier irgendwo hinten ist dieses komische Portal gewesen. Da vorne, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Ich bin mir auch da jetzt nicht so ganz sicher, was konkret dieses Portal da soll. Also, ist ja schön, dass es eins gibt und so, aber es hat mich irgendwie ein Stückchen weitergebracht. Oh, da ist eine Schildkröte auch, geilo. Diese komischen Britzel-Bratzel-Kugeln da, weiß ich nicht. Aber die kriege ich, glaube ich, auch nicht. Nee, es juckt die einfach gar nicht.
Ich bin mir auch nicht sicher, wie gesagt, ob ich da jetzt in das Portal wieder rein sollte. Oder ob das eher Quatsch ist, da jetzt reinzugehen. Und es eine bessere Idee ist, wenn ich hier jetzt einfach weiter so erkunde. Ich meine, einen so eine Feuerstelle hatte ich ja noch gesehen. Oh, shit. Oh, fuck me hard. Okay, was machst du da? Oh mein Gott. Mama, das ist nicht nett. Hast du das gesehen? Oh nee, Alter, ausgerechnet der Bogenschütze dahinter. Da sehe ich mich ja gar nicht, ne? Die riechen mich doch, die Säcke. Wo ist der zweite? Fuck my life. Hä? Okay, komm her jetzt. Ach, scheiß doch die Wand an, Junge. Ach, scheiße. So. Fein. Komm her. Du kleine Pissmakrele. Ist immer geil, wie er seinen Bogen zückt und dann. Nein. Es doch wieder lässt. Vergiss es einfach. Erstmal kriegst du einen Backstab. Bam. Ich habe ja jetzt übrigens auch einen neuen Talisman-Beutel gehabt. Okay, war ich offenbar auch noch nicht. What the fuck? Ist da vorne so ein Geisterstrudel? Und warte mal kurz. Da steht Blight! What? Ich finde hier einfach Blight. Als ob ich den hier finde. No fucking way. Ich bin ja hierher gekommen, eben weil ich ihn hier finden wollte und gehofft habe, dass wenn ich hierher komme, ich was finde, weil er ja gesagt hatte, er geht hier hin und ich soll ihn bloß nicht zu lange warten lassen. Okay, das ist halt wirklich so ein Geisterstrudel. What the hell? Hier kann man mit dem Pferd lang gucken. Oh, guck mal, da hinten ist wieder so ein Dingens. Hi, Blight. Können wir reden? Ja. Ah, good to see you. Apologies, mate, but I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me, but I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways, to no avail. Perhaps it's time to ask Celebes. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. I jest. I wouldn't go that far. Besides, I should check on some things here. Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right? Okay. Leave this place to me. If either of us learns anything. And if we reach a dead end, I suppose we go back to the source. Celebes rarely gives a straight answer. First time. Leave this place to me. If either of us learn, and if we reach, all of us ready. Okay. Können also da hoch. Aha. Vielleicht sollte ich mir das ja auch mal kurz markieren. Ich möchte ein anderes Symbol haben als das, was ich dafür hatte. Nehmen wir das. Ist ja erstmal egal. Das ist ja geil. Ich habe ihn hier wirklich gefunden. Das habe ich nicht erwartet. Aber ich freue mich sehr.
darüber. Ich sehe da unten schon wieder den Blumensammler, aber ich traue dem nicht über den Weg. Deswegen... oh. Wow. Sag mal, willst du mir ein verarschen, Spiel? Ja, jetzt ist er aufgestanden, sehr gut. Ja, du kannst doch nochmal schreien, das ist auch in Ordnung. Solange habe ich nochmal Zeit, kurz dir noch einen zu verpelzen. Komm her! Schnuckelhase, hier bin ich. Danke. Freut mich, dass wir uns so gut verstehen. Quasi ohne Worte. Perfekt. So. Hier sind wieder die ganzen Wildschweine. Das ist irgendwie weird. Ich habe noch nicht so ganz... okay. Verstanden, nach welchem Prinzip hier die ganzen Tiere sind. Ich meine, es ist ja jetzt kein Problem oder so. Es ist nur komisch. Wie gesagt, ich habe gesehen, dass da so ein Strudel ist. Was ist mit dir? Hast du ein Problem? Okay, wait a second. Die laufen Patrouille, die Jungs. Was ist denn da hinten los? Och nee. Ich treffe dich nicht, aber du mich. Na klar. Frechheit. So, jetzt aber. Komm doch dichter. Das würde ich sehr begrüßen. Ich habe ihm wirklich in die Hand geschossen. Da hinten ist noch einer. Ich sehe es. Ja, ja, ich weiß auch, dass da noch ein dritter war. Jetzt verpiss dich mal bitte. Jetzt können wir auch miteinander... hallo? Kannst du dich mal bitte so bewegen, dass ich dich treffe? Geilo, dankeschön. Nein, mies die Kack. Okay. Komm her, Schnuckel. Hier. Yeah. Naja, komm, was soll der Geiz? Und tschüss. Was hast du überlebt? Respekt. Wow! Hey, hey, hey! Moment! Au. Ich wollte so unbedingt einen... oh mein Gott. Einen Backstab haben, dass das wieder nicht hingehauen hat. Jetzt aber. Okay, perfekt. Ich trinke mal nochmal ein. Sicher ist sicher. Ich traue hier gar nichts. Ah, was ist das hier? Rune? Einfach schön hier weiter erkunden, das ist gut, denke ich. Ich freue mich echt extrem, dass ich Pleite gefunden habe. Das ist so cool. Ich damit nicht gerechnet habe. Mhm. Wow, wirklich nicht getroffen. Heftig. Okay. Sei ruhig. Egal, was du vorhattest, mach's einfach nicht. Fände ich auch grundsätzlich besser. Da hinten sehe ich auch schon wieder einen. Junge, es ist auch ein riesengroßes Gebiet hier, ne?
Das heißt, noch drei fehlen mir. Vielleicht ist das ja dann auch der Weg, der mich dann nach Nokron bringt. Oder halt zumindest den Weg zeigt zu Blight oder so. Dass ich dann die Option habe, ihm zu sagen, hey du, ich hab da übrigens was gefunden. Hey, ich hab da auch was gefunden. Kommt der denn jetzt her auf einmal? Egal wo der jetzt herkam, es hat ihm nichts geholfen. Er hat mich kurz überrascht. Es hätte auch schief gehen können, aber es ist glücklicherweise nicht schief gegangen. Ich freue mich sehr. Okay. Was höre ich hier? Aggressionsprobleme? So ähnlich. So. Den habe ich gehört. Hat ein bisschen zu laut geschnauft. War jetzt nicht unbedingt das Beste, was hätte für ihn passieren können, na? Okay, da unten ist noch so ein Dingens. Aber es sieht auch nicht so aus, als wäre das schon angezündet. Bin auch froh, dass das immer zwischengespeichert wird. Ah, da sind mir diese alten Magiekugeln dazwischen. Es sieht mir nicht so freundlich aus, ehrlicherweise. Ich weiß halt auch, wie gesagt, nicht, was die machen. Die tun bestimmt richtig heftig weh. Vielleicht machen die so eine AOE oder sowas und lähmen mich oder keine Ahnung. Vielleicht beschwören die auch diese ganzen komischen Typen hier. Warte mal, da vorne, war ich da schon mal irgendwie drin? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Das ist fein. Achso, da kommt der nächste schon, dann ist alles gut. Ist immer so ein Triggerpunkt oder so wahrscheinlich, wo die dann irgendwie einfach erscheinen. Weil ansonsten... Ey, wie riesig einfach. Wo bin ich jetzt hier? Hier ganz unten. Und hier war der letzte... Die letzte Gnade, die ich hatte. Holy shit, einfach. Ja. Ja, nee, rede ich will ich nicht. Ich werde wohl nicht umhin kommen, hier so eine olle Kugel mal näher zu begutachten, wa? Oh mein Gott. Okay, sie lässt so ein paar Projektile los. Komm her. Und verpisst sich dann, okay. Ob es das besser macht, weiß ich auch noch nicht so genau. Bitte schneller. Okay. Ich heile mich mal sicherheitshalber. Ich weiß, das ist eigentlich Quatsch, aber... Keine Lust auf böse Überraschungen. Einmal doof getroffen werden und zack ist das Thema vorbei. Agnedeli. Agnedeli. Guck uns das an. Sehr gut. Wo bin ich hier jetzt?
Wald der Jünger. Ah ja, das waren so... Wie hieß es noch? Irgendwas für Jünger waren das, ich erinnere mich. Ja, ja. Da haben wir ja bei den Palastruinen von Uld auch solche Krieger gesehen. Die waren halt nicht so... So eine Spektralboys, sondern halt so richtig da. Ne? Ihr wisst schon. Ich überlege jetzt gerade, weil... Ich hier gerade wieder gesehen habe. Dass hier noch dieses... Diese Bretter oben waren. Ja, genau. Da war ich ja schon mal. Also so grundsätzlich. Und das würde ich eigentlich gerne... mal näher in Augenschein nehmen wollen. Ist natürlich die Frage, ob wir das irgendwie hinkriegen könnten. Ja, oben irgendwo war noch das eine. Okay. Ah. Diese kleinen Pissviecher, ne? Nervig. Des Todes. Oh, dankeschön. Das Akribbele. Genau, das hatten wir schon. Upsili, na? Was ist denn da los? Was? Ich wollte einen Backstab machen. Ah, Backstab? Dankeschön. Ich wollte mir nämlich mein Leben wieder halbwegs auffüllen. Thank you. Hat auch geklappt. Wunderbärchen. Wo war jetzt hier das Kräppchen? Da. Ah, Krebili hat mich schon gefunden. Ja, perfekt. Guck mal. Ach, Ruhe. Perfekt. Gibt auch ein paar Hühnchen. Zwar nicht so unfassbar viele, aber immerhin ein paar. So. Wie kommt man da hin? Da. Wartet mal, weil das interessiert mich. Vielleicht kommt man dann ja zu dem... Zu dieser Musik, die man da gehört hat. Wir hatten ja irgendwie gehört, dass da hinter so Mauern Musik zu hören war. Das wüsste ich schon gerne genauer, wenn ich ehrlich bin. Geil, hat geklappt. Kommt man von hier aus irgendwo hin? Irgendwie eine Möglichkeit geben, zur Hölle noch eins. Ah, hier? Ha, ha. Klettern, jawohl, da sehe ich schon Unheil. Aber das macht nichts, das Unheil, das kriegen wir hoffentlich in den Griff. Sehr gut. Da ist das nächste Unheil. Aber auch das kriegen wir hin, hoffentlich. Objekt, gib mir. Dünne Bestienknochen, okay. Hoch. Ah, meine Nase juckt. Höchst ungeil. Ah. So, jetzt. Ach ja, da kommt man rum. Alles klar. Scheibe Fleisch ist auch nicht so schlecht, glaube ich. Ich glaube, das sind Sachen zum Buffen oder so. So, lass mal hier hin. Perfekt. Nase, hör auf zu jucken. Das ist belastend. So, Moment, please. Jetzt muss ich überlegen.
Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Kommen wir hier dann auch nochmal irgendwo hin, weil hier ist ja auch nochmal so ein Rundbogen, hätte ich fast gesagt. Goldene Rune. Was mich jetzt aber mal interessiert, wartet mal. Da sitzen welche. Da hinten ist auch noch einer. Kann ich den da von hier aus irgendwie nehmen, ne? Oh Gott, nee, gar nicht, gar nicht. Dazu reicht... Also ist meine Reichweite zu gering. Ach, guck mal, aber da unten können wir was tun. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise wichtig ist, aber... Let's try... Was? Upsi, ich habe das Viech daneben kaputt gemacht, das wollte ich nicht. Das war definitiv nicht meine Absicht. Ich wollte den da. Hallo? Lauf mal nicht. Geil! Ja genau, bleib mal da stehen. Krasse Jumping Skills. Oh, kommt der hier jetzt hoch? Jetzt versucht er mich mit dem Pfeil abzuballern oder was? Ach Gott sei Dank nicht. Aber ich habe auch nicht mehr so viele Pfeile. Das ist schon wieder... bedenklich. Hier ist jetzt nichts weiter. Ja, da geht's durch, das sehe ich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da jetzt irgendwie zu diesem Ursprung des Sounds komme. Vielleicht. Unter Umständen. Unterm Wasserfall lang, oder wie geil ist das denn? Ich höre aber noch nichts. Hallo, hallo? Ist... Doch. Da! Da ist er! Ah, oh, das ist ein Händler. Geil, okay. Hätte schlechter sein können, I guess. Kommt hier auch wieder raus? Ah ja, da. Scheinbar zumindest. Aber war hier nicht eben noch was zum Looten? Hab ich mir das eingebildet? Aha. Oh Gott. Bitte lass den Händler da anrufen. Hey. Oh, a customer. Hallöchen. Seife. Eine pflanzliche Seife aus Pilzsäften. Reinigt euren Körper von Schmutz und anderen Ansammlungen und lindert sogar leicht die Giftbelastung. Vergesst nie, äußere Unreinheit arbeitet sich nach innen vor und besudelt am Ende euren Geist. Heranwachsender Schmetterling. Ein arkaner Schmetterling mit durchscheinenden Schwingen. Material zur Herstellung von Objekten findet man immer seltener. Dieser Schmetterling sieht sein Leben lang so aus, als wäre er gerade geschlüpft. Okay. Hier gibt es noch drei dieser Steinschwertschlüssel. Baupläne eines nomadischen... Seife, Öltopf und Öltopf mit Kordel. Weiß ich nicht. Schotel. Oder Schotel. Ich glaube Schotel, ich weiß es nicht genau. Ein Krummschwert mit Hakenklinge, speziell entworfen, um die Abwehr des Gegners zu umgehen. Diese Waffe ist für die Menschenjagd und erfordert hohes Geschick. Ja. Ich könnte ja. Weil keine Ahnung, ob ich den je wieder finde. Alle drei holen. Gib mir. Und dann einfach hier ein paar Pfeile noch nachkaufen.
sind immerhin 11. Goodbye till next time. Wieso bist denn du so? Hello again, good customer. Hm. Ey, Hohenbögen auf gar keinen Fall. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, ehrlicherweise. Aber wenn ich jetzt sowieso schon einmal porten muss, weil das muss ich ja, oh Gott, also wir finden uns quasi direkt unter Caleb. Dann können wir auch nochmal zu Sluvis gehen. Ach ja, ich wollte gerade sagen, wer ist das denn, aber ja. Weil er ja was von Sluvis gesagt hat. Oder Sluvis, ich weiß nicht. So, ich kann auch erstmal kurz mit Runny Punny sprechen. Vielleicht. Die pennt wahrscheinlich immer noch, aber das ist auch okay. Ich dachte eh, dass irgendwie ein bisschen mehr Info kommt bezüglich ihrer Mom. War aber gar nicht der Fall. Weil die habe ich ja auch schon besiegt. Naja, es sieht immer noch so aus. Mit ihren vier Händen. Okay. Gut. Oder auch nicht gut, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, dass ich gerade mal fix zu Sluvis wieder hinkomme. Das ist halt total doof irgendwie, finde ich. Weil, muss da so komisch laufen, um zu ihm hinzukommen. Aber sei es drum. Ist ja jetzt auch nicht das große Problem, nicht wahr? Machen wir das einfach. Gar wunderbar. Und eigentlich würde ich auch gerne bei diesen Glockentürmen da sind. Oh Gott, ja, ich vergesse jedes scheiß Mal, dass hier ja Wölfe umher schimmeln. Wo ist der dritte? Ach, da unten. Ist schon irgendwas gedroppt? Nee. Manu. Sag mal, kannst du mal nicht immer weiter zurückspringen, sondern halt mal herkommen so? Das ist sonst echt schwer. Danke. So, warte, warte, warte. Sylvis, da wahrscheinlich, ne? Da. Irgendwo da. Was? Ach so. Ja, mi. Halt deine Gusche. So, da ist der blöde Kackturm. Oh, muss jetzt mal wieder gucken, wie laufe ich da jetzt? Hä? Warte mal. Muss ich hier oben irgendwo schon runter? Hab ich das schon irgendwie verpasst, den Absprung? Nee. Ich sage, das mag ich nicht, da jedes Mal irgendwie so lang zu rennen. Ja, ist jetzt auch kein Weltuntergang, ne? So ist das nicht zu verstehen, aber es ist trotzdem unnötig immer. Gut, ich könnte auch einfach drauf scheißen, aber ich will halt wissen, was los ist. Ob er da was zu sagen hat oder halt nicht. Gib mir, wenn ich hier schon das haben darf. So, du kleiner Arschknoten. Gucken wir mal. Hi. How's the puppet I gave you? A thing of exquisite craft, is it not? Oh. Well, well. You're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it.
There's a Glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. What? Begging for another lesson so soon? Ugh, there remains much to be done. Make it quick. Okay, what the fuck? Moment, das muss ich mir erstmal kurz mal näher angucken. Hier. Eine Schriftrolle mit einem königlichen Wappen. Ein Empfehlungsschreiben vom Präzeptor Sylvis an die Schimmersteinzauberin Selin adressiert. Der Inhalt der Schriftrolle ist nicht zu erkennen. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Aber okay, dann auf zu Selin. Sie sagte Limgrave, hat er gesagt, ne? Limgrave, das war hier unten irgendwo. Hier, da. Er schickt uns aber auch hier hin. Er schickt uns nicht zu dem anderen Punkt, wo ich sie ja auch schon gesehen habe. Hey, Selin. There you are. Shall we commence the lesson? Well, well. Sylvis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family and the fate of your mistress, Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement, and so too would Rani's destiny. You wish to continue very well. Das heißt jetzt auf Deutsch, ich muss Radahn finden und ihn töten, richtig? Ich würde ja so weit gehen und sagen, Radahn soll sich ja irgendwo in Caelid aufhalten. Also irgendwo hier. Okay, dann ist das wahrscheinlich irgendwie demnächst Next Step oder so. Okay, bevor ich da jetzt aber irgendwie was mache und so. Runnies, Turm. Damit ich wieder einmal zu Sylvis gehen kann, um ihm mitzuteilen. Ey, ich habe mit Selin gesprochen. Wobei, wartet mal, ich raste mal sicherheitshalber einmal, weil ich glaube, das wird nicht automatisch getan, wenn ich hier einfach herreise. Ich bin mir da mal nicht sicher, um ehrlich zu sein. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall gerastet. Jetzt können wir da nochmal näher gucken. Okay, aber er weiß scheinbar dann mehr darüber. So, und Selin weiß dann noch mehr drüber. Begeistert war Selin jetzt aber auch nicht, dass ich diesen Namen Sylvis bei ihr jetzt nochmal hab fallen lassen, beziehungsweise sie mit diesem Empfehlungsschreiben von ihm konfrontiert habe. Na gut, ich weiß ja nicht, was die beiden miteinander auszumachen haben. Aber wenn er genau weiß, wo sie sich aufhält, dann hat das ja auch einen Grund. Wartet mal. Ja, ich muss ja dahin. Okay, ja, bla blups. Genau, dann latschen wir hier drum rum. Ja, du kannst mich mal. Ach, halt doch dein Maul. Brauchst gar nicht so tun, da hinten. Lass es einfach sein. Das wäre für uns alle am besten, glaube ich. So. Nee, dann nicht. Sylvis, du kleines Arschgesicht. Ich hab da eine neue Info für dich. Und dann vielleicht immer mit Blight quatschen, wenn er da noch rumsteht. Mal gucken. Begging for another letter. The remains. What? What's that? You want another puppet? Quite the keen paramour, aren't we?
But I'm afraid each and every one is like a child to me. I can hardly just give them away. Oh dear, what's to be done? Why don't you fetch me some starlight shards? If you can manage it, I'll gladly prepare a new puppet for you. The soul of every puppet has its own ambience. You'll soon come to know once you possess a few. And once each's predilections are known to you, the better you'll be able to love them. Oh yes, you have much to look forward to further down this road. Ich habe ja Sternlichtsplitter im Inventar, also ab dafür. Ja, dann nehme ich jetzt die. Oder... Begging for another... Ach, the remain. Okay, also doch. Ja, dann machen wir das einfach mal. You're proving to be quite the puppeteer. I've not had an apprentice for a very long time indeed. Begging for another... Ach, the remains. Perhaps you'd be interested in a little scheme of mine. It will produce the finest of puppets, which I aspire to cherish with these very hands. A ploy to fool even Lady Rani. How does that sound? Das weiß ich gerade nicht so genau. Eigentlich möchte ich das nicht. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das notwendig ist. Ich lasse es erstmal. Ich behalte es im Hinterkopf. Oder? Begging for an after me. Perhaps you it will produce which I aspire to apply to food. Ja, komm. I knew I had you pegged. You're just like me. Then I'd like you to procure something. A rather unique starlight shard that glistens with amber. With that, my special draft will gleam with nectar sweetness. And even a demigod would be slave to its charms. Mm-hmm. Procure it for me. The rather unique starlight shard that glistens with amber. With that, my special draft and even a demi. Okay. Ich weiß nicht. Aber irgendwas mit Bernsteinzeug habe ich auch irgendwie schon mal gehört, oder? Nicht sicher. So, wo ist denn. Ist Bleid jetzt hier unten noch? Oder ist er hier nicht mehr? Bleidipeidi, ist er hier irgendwo noch? Ja, er ist noch da. Scheinbar. Was ist das denn hier? Ach so. Ich rede jetzt nochmal mit Blight. Bin auch super gespannt, was dann... Wohin ich dann komme oder was ist ich, wenn alle... Flammen an sind und alle Säulen brennen. Okay, aber hier gibt es dann die Karten quasi einfach so, oder wie? Er steht aber auch relativ gut sichtbar da. Zum Glück, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gefunden. Au. Ich weiß nicht, was er da macht, aber ich will es glaube ich auch nicht so genau wissen. Halt deine Fresse, so und du. Genau. Mal kurz Rückenmassage. So nett bin ich zu dir. So. Okay, perfekt.
wollte nur schnell zu Blei drüber. Mehr nicht. Ich finde das immer noch so witzig, dass die wirklich da umherrollen. Es ist einfach nur lustig. Hallo? Ja. Okay. Blight. Ah. Well met. What news? So Rani's fate is kept in stasis by Starsgurge Radahn. That reminds me of something I heard. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Caelid Wilds, east of Limgrave. It's a festival of combat. And I heard that you can fight Radahn himself. He who's once called the strongest of all the demigods. Maybe it's just a coincidence, but I think it's worth investigating. I'll be on my way to this festival of Radahn then. Okay. You're coming too, right? To Radahn's festivities. I'll meet you at Redmane Castle in Caelid. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. You're coming too, right? I'll meet you at Redmane. The way ahead is... Ja, mal gucken, ne? Schauen wir mal. Bin mir noch nicht sicher. bevor ich das auf jeden Fall mache, muss ich erstmal noch ein bisschen mehr Zeug erledigen. Mich lässt jetzt hier aber auch gerade nicht in Ruhe. Das hier nochmal. Kann ich mit ihr nochmal quatschen? Okay, also wir sollen auf jeden Fall zu Radahn. Der super stark klang. Okay, sie sagt nichts Neues. Alles klärchen. In diesem anderen Platz hier auch nicht. Hier, Hexenfluchruinen. Das ist halt so ein bisschen merkwürdig immer, wenn man das so sieht. Sie hat jetzt hier zwei Spawnpunkte und das, da habe ich ja noch was gesehen, wo sie irgendwie einfach nur als Hülle da war. Es sah jedenfalls verdächtig nach ihr aus, finde ich. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das für mich bewerten soll, aber wir werden es sehen. Ja, nee. Das ist schon okay hier. Warum? Du sollst die hier, die direkt bei dir stehen. Danke. Schmiedestein Stufe 1, okay, ja, fein. Ich muss aber darunter. Ist jetzt auch die Frage, wacht sie dann erst wieder auf, wenn wir Radahn besiegt haben? Oder wie ist das? Ah, ich bin super gespannt. Radahn klingt wie ein unfassbar mächtiger Gegner. Gucken wir mal. Okay, sie sagt nichts Neues. Ich kann jetzt höchstens noch mal hier irgendwie, aber ich glaube, Roger hat ja auch nicht mehr gesprochen, ne? Der hat sich ja auch nur vor Schmerzen irgendwie umhergekrümmt da, mehr war ja nicht. Und du wolltest doch eigentlich auch gehen, hast du gesagt. May the Golden Order shine through you. Hä, wollte er nicht gehen irgendwie? Hab ich das geträumt? Auch nichts Neues. Ja, okay, dem geht's scheiße. Gut. Also nicht gut, aber alles klar. Ja, Fia schimmelt hier noch rum. Ja. Okay.
Whatever. Hey, wie kann ich dich aufmuntern? Was kann ich dir denn Gutes tun, sag mal? Oder bist du happy, wenn Radahn tot ist? Boah, schwierig. Sehr schwierig. Naja, sei es drum. Ich kann jetzt mal kurz zu Gideon auch nochmal gehen, einfach weil. Auch wenn ich bezweifle, dass das in irgendeiner Weise ertragreich sein wird. Aber hey, man weiß ja nie. Journey to the capital, Leyndell. To the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erdtree. The Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring. General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And by my reckoning, Radahn remains there, even now. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Okay, bin ich sehr gespannt. Gut. Oder auch nicht gut. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich lese jetzt noch ein paar Sachen und dann war es das für mich hier an der Stelle. Huch, nein, nicht. Inventar. Ja, Ruinenfragmente ist alles schön und gut. Gab es hier sonst sowas? Seife haben wir ja jetzt schon gelesen. Das war ja nichts Neues. Auch wenn ich immer noch verwirrt bin, dass sowas hier überhaupt in dem Kontext Ding ist. Diese Puppen. Das habe ich mir schon mal durchgelesen. So, was haben wir denn hier eigentlich? Geschmolzener Pilz. Ein Pilz, der in der falschen Nacht der ewigen Stadt und ihrer Umgebung wächst. Eine zähe Flüssigkeit, die sich wie Öl verhält, tropft ständig von seinen Lamellen. Okay. Taubenetz der Herber. Ein Kraut, das in der falschen Nacht der ewigen Städte und ihrer Umgebung blüht. Die Pflanze ist mit arkanem Tau getränkt und leuchtet ein wenig wie die Sterne. Mhm. Ja, das kennen wir alles schon. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, noch das hier, ne? Ja, das habe ich aber auch schon gelesen. Sprießendes Horn, das habe ich auch schon gehabt. Weiß auch gar nicht, wo ich das her hatte. Gold-Tausendfüßler. Die goldenen und verdorrten Überreste eines Tausendfüßlers. Ein Fetisch der Fundamentalisten der goldenen Ordnung, der besonders hoch von Jägern geschätzt wird, die jene zur Strecke bringen, die im Tode leben. Findet man bei Kirchen und ähnlichen Bauwerken. Okay. Grabpfeilchen, ja. Das sind aber alles Sachen, die hatten wir jetzt schon. So, ja, das. Okay, das hatten wir schon. Steinschutzschlüssel, yes. Unter dem Zwischenland gibt es zwei große Flüsse: den Ziofra und die Einzel. Diese weite Region gilt als das Grab von Zivilisationen, die ihre Blütezeit vor der Ära des Erdenbaums hatten. Mm. Bauplan eines Rüstungsschmieds, der einst dem großen General Radahn diente. Er enthält Wissen, wie man mit Fäulnis umgeht, insbesondere Feuertechniken. Mit diesem Wissen könnt ihr Folgendes herstellen: bewahrende Boli. Das ist sehr gut. Mm, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja. Habe ich hier was Neues bekommen eigentlich? Jetzt das Trümmerungskristall. Ne, ich glaube, das hatten wir alles schon. Hier irgendwas Neues gehabt? Nee. Tonmenschenharpune. Eine Harpune, die Spitze besteht aus einem geschärften Meteoritenfragment. Diese Waffe stammt von den Tonmenschen, die in den Ruinen der Dynastie hausen. Die Klinge leuchtet schwach und verursacht Magieschaden. Kieferknochen-Axt. Eine Axt gefertigt aus dem Schädel eines Pflanzenfressers, Ahnenjünger
bevorzugen diese Waffe, da sie Metall verabscheuen. Ohne geschärfte Klinge ist diese Axt eher eine stumpfe Schlagwaffe, aber die Backenzähne der Bestie können Gegner schwer durchschütteln. Ey, manche Sachen sehen einfach so unfassbar schön aus. Der hier ist neu. Ein mittelgroßer Metallschild. Einfacher zu führen als ein Drachenschild. Der Falke im Sturzflug ist das Emblem der Falkensturzritter, die entsendet wurde, um die ewige Stadt zu erkunden. Oh. Interesting. Ja, die kennen wir alle schon. Ach, die Pelzgamaschen, das können wir uns gleich nochmal angucken. Gamaschen aus borstigem Fell stammen von einem Krieger der Ahnenjünger. Die Ahnenjünger leben in einiger Entfernung vom Erdenbaum und warten auf neue Knospen. Diese werden gewiss bald aus ihren eigenen Körpern und aus ihren Seelen sprießen. What? Ja, das kennen wir schon. Und das hier ist auch nichts Neues quasi. Hier, Bernsteinlichtstrahlen. Das ist dann wahrscheinlich, wo man die findet. Für Seluvis. Oh. Ja, weiß ich aber noch nicht, ob ich das tun möchte, um ehrlich zu sein. So, ne, was ich jetzt mal kurz gucken muss. Ausrüstung hier. Ich glaube zwar nicht, dass es wirklich besser ist, but let's have a look. Oh. Leider gar nicht. Ach, schade. Müssen wir weiter bei unseren komischen Watschelenten bleiben? Das ist dann wohl so. Tja, gut. Oder so. Ja, ein paar habe ich noch, aber es geht schon wieder zur Neige, ne? Ich kann noch mal schnell... Ja, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich muss noch mal schnell zu Calais. Damit ich neue Pfeile bekomme. Weil das kann ich ja so nicht auf mir sitzen lassen hier. Always a... Gib mir Pfeile. Immerhin 82. Muss überlegen, ich hatte über 400. Ja, ja, sei ruhig. So. Okay, dann können wir uns schon mal wieder hier hinten irgendwo hin porten. Ja, genau. Hier ist er jetzt auch weg. Also, Blythe wartet dann jetzt wohl in Caelid. Okay. Kann er ruhig tun. Wald der Jünger, ja. Da porte ich mich jetzt wieder hin. Damit ich weiß, von wo aus ich hier wieder loslegen wollte. Okay. Gut, Leute. Und wenn ihr wissen wollt, was wir hier noch so erleben und wie es hier weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein und bis dahin. Tschüss!